Hey, willst du etwa nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Linien durch die Gegend malen oder wie? Ja, mache ich auch. So. Ich bin mal gespannt, ob du meine Taktik bei der dieser Stadt anwendest oder nicht. Ich muss jetzt erstmal genau gucken, wie denn die Stadt überhaupt aussieht. Ja, klar. Ich warte, ich warte. Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, weil deine Taktik wahrscheinlich sehr viel komplexer ist, als ich sie. Nö, gar nicht. Sie ist so einfach, dass du eher dran vorbeiläufst. Hier ist ein Swimmingpool. Aber mit Gras irgendwie durchwachsen. Hm. Ja, da hat sich halt eine Weile keiner drum gekümmert, jetzt nach dem Krieg so. Ja, offensichtlich. So. Was haben wir denn hier Schönes? Wo ist der Platz, der eingenommen werden soll? Ist hier. Ich mag diese Stadt. Mhm. Aber die Stadt kommen sogar ziemlich häufig vor. Ja, ich weiß. Ja. Aber ich mag sie deswegen. Ja. Die Frage ist, ob du meine Let's Plays mal geschaut hast. Da mache ich eigentlich immer die gleiche Strategie. Also fast. Fast, okay. Also entweder so oder so. Und dann von hier. Wir erwarten eure Befehle! Oh lol, das ist deutlich breiter als ich dachte, dieser Durchgang hier drüben. Heißt, da muss dann wohl noch eine Einheit mit zu. Piken bereit! Formt eine Phalanx! Oh Gott, seid ihr dämlich, das gibt's doch gar nicht. Hier sind so viele Bäume, ey. Ist das nervig. Bereit. Die da alleine geregelt kriegen. Schönes Vogelgezwitscher aber hier in dem Örtchen. Mhm. Sehr schön. Höchst schön. So, ein bisschen weiter nach vorne. So Jungs, schön an dem Baum vorbeigucken, ne? Der Baum ist nicht der Feind. Die stehen direkt vor so einem Baum davor. So, ja, ich sag mal so, du hast halt in der Stadt relativ viele Möglichkeiten zum Angreifen. Mhm. Aber du siehst ja, woher ich komme, ne? Ja, aber du kriegst eine Verstärkung von mir. Siehst du, woher die kommt? Nein. Wahrscheinlich nicht. Okay, die kommt von Norden. Spoiler-Alarm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das will ich dir jetzt glauben, ja. Tja, ist mir egal, aber sie kommt von da. Ich muss gestehen.
verstehen. Ich habe gerade ehrlich gesagt... Achso, warte. Ah, okay. Hm. Dann ist ja gut, dass ich gerade noch mal ein bisschen umstelle. So. Weil mir gerade was aufgefallen ist, wie ich viel effektiver arbeiten kann, viel weniger Truppen brauche. Da bin ich mal gespannt. So, warte. Euch habe ich... Gott, ey, weißt du, was mich nervt, wenn ich Einheiten auswähle und das dann aber, also er dann noch mehr Einheiten auswählt, als ich ausgewählt habe, so. So. Die Falks war auch eine ziemlich gefährliche Waffe. Was? Die Falks. Also das ist so eine... Also ich habe zwei Falksträger-Einheiten. Und das ist so ein Schwert, das krümmt sich nach vorne. Also ist so ein Halbmond nach vorne. Und das heißt, man kann da sehr gut... über Schwerter hin drüber den Feind treffen. Und das war auch ein sehr großes Problem gegen die Römer, beziehungsweise die Römer hatten sehr große Probleme da. Weil das schon sehr effektive Waffen waren. Ach, ihr seid periökische Hopliten und keine periökischen Pekiniere. Das erklärt natürlich einiges. Ja. Das Ding ist, ihr könnt keine vollständige Phalanx formen, die mir gefällt. Wir erwarten eure Befehle. Befehle? Warum bist du da mit drin? Wir spielen zusammen? Nee. Die ja, ich Einheit. So. Euch drei will ich da eigentlich raus haben. Muss ich euch jetzt extra einer anderen Formationsgruppe zuweisen oder was? Ey, das gibt's doch nicht. So gut, wie auch immer, aber du kannst da auf jeden Fall raus. Du kannst dich da drüben der Phalanx anschließen. Nein, stell dich da schön mit hin. Schön, habe ich gesagt. Bist du taub oder was? Stell dich halt hässlich daneben, ist mir auch egal. Solange du deinen Job machst. Aber du machst den Job nicht, wenn du da so stehst. Warum steht die da so behindert schräg? Könnt ihr euch nicht gerade dahin stellen, wie jeder normale Mensch? Wohl nicht. Okay. Ready? Zum Kampf bereit! Gleich. Okay. Ich baue uns gerade die ganze Zeit auf den Dächern rum. Aber ich sehe deine Armee nicht. Wie jetzt seltsam. Kampfbereit und willig! So. Oh, ich hasse es. Warum tut er das? Zum Kampf bereit! So, und jetzt hier alleine. Ich muss echt wieder mehr Rome zocken. Ich bin so mit den ganzen Steuerungsdingsen und so raus. Das ist der Wahnsinn. Ja. So, also, ich muss jetzt einmal kurz gucken, welche Einheiten ich alle platziert habe. Mhm. Und er wählt mir schon wieder viel zu viele aus. Bereit. Eure Befehle. Spartanische Piken. Zu Befehl. Bereit zum Einsatz. Nee, ihr seid nicht dabei. Spartanische Piken! Sparta! Du bist keine Pike, du bist ein Bogenschütze, du Lümmel. Piken-Infanterie zu eurem Dienst. Spartanische Piken! Ja, herzlichen Glückwunsch, Bogenschütze. Spartaner! Bereit zum Einsatz! Alles wieder umsonst gemacht, ey. Ich werd wahnsinnig. So.
Piken bereit! Wir erwarten eure Befehle. So, und die habe ich aufgestellt. So. Gut. Jugendliche! Bedeutet, bereit zum Einsatz! Ihr seid noch nicht aufgestellt. So, bedeutet, ich habe jetzt noch was? Ich habe jetzt noch eine Einheit anständige Piken. Anständige Piken. Die stehen doch da drüben, warum sind die da nicht mit? Alter, ich raste aus. Oh, bitte nicht. So, okay, also, nochmal. Ich habe noch, sehe ich das richtig? 3 Einheiten, 4 Einheiten, vernünftige Hopliten. Ich hasse diese Ansicht, ey. Wenn du dieses Video von mir anschaust, also du wirst ja auch denken, was tut der? Ich bin sehr gespannt. Was tut der da für eine Scheiße? So. Weil ich halt absolut überfordert bin mit den ganzen Controls gerade. So. Gut. Die können eine Phalanx. Ihr könnt keine, weil ihr langweilig seid. Und du bist hier General. Aha. So. Mal schauen. Jo. Okay. So, warte. Wie lösen wir nochmal Formationen auf? Steuerung G, glaube ich. Steuerung G. Steuerung G. Nicht? Nein. Warte mal. Nee, Steuerung. Formationsgruppe erstellen. Formationsgruppe lösen ist aber eigentlich auch G. Also Steuerung G ist. Gruppierung lösen ist nur G, ohne Steuerung. Steuerung G ist Formationsgruppe erstellen und. Und wieder. Ja, genau, okay. Hey, du hast ja recht, die kommen wirklich von Norden. Wurde auf dich gerade schon geschossen? Ich bin ja beeindruckt. Ja. So, Sweeties, mach die Typen mal fertig. Ich habe jetzt gerade wirklich schon gedacht, du überlegst wirklich alles auf diese eine Phalanx drauf zu ballern an Einheiten. Ja, wäre Lust. Ja, lustig wäre es schon. Für mich. Na dann. So, was machen deine 2 Schwertkämpfereinheiten da jetzt? Gott, sehen die unprofessionell aus. Was haben die denn da? Sind das Stöcke mit... Das sind die, Ach so. Okay. Die Falxen. Sieht nach einer sehr primitiven, aber wahrscheinlich effektiven Waffe aus. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Hm? Die KI hat die Truppen hier in der Phalanx, wo deine Falx-Dudes stehen, falsch rum aufgestellt. Nee. Doch, weil die mannstärkste Einheit steht auf der falschen Seite. Ach so, das meinst du. Na gut, dann gehe ich mal wieder. Dann hau ich ab. Alter, gönn dir mal, wie viele da schon draufgegangen sind und du warst jetzt nicht unbedingt lang da. So. Ja, die haben ja auch keine Schilde, ne? Bereit! So, kriegt ihr die Typen da hinten? Schafft ihr das? Knallt mal die ab. Wie ihr sagt.
Wir ihr müsstet da alle. Eigentlich auch hinkommen, oder? Schießt. Bewegen die sich gerade? Warum bewegt ihr? Alter! Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Bleibt einfach schön da stehen und ballert auf alles, was ihr seht. Meine Güte, ey. Spartaner! Periökische Hopliten! Speere. Ah, interessant. Da kommen ja noch ein paar interessante Einheiten. Spartaner! Schnell vorrücken! Periökische Hopliten! Wollen die nicht mal irgendwie wanken oder so? Nee, mein General kommt doch gerade. Ah, der General kommt gerade. Die Männer wanken. Super. Hey, du sollst diese Fähigkeit einsetzen. Unser General wird angegriffen! So, ausgewankt. Nee. Kommst du etwa mir in den Rücken? Hey, warum, das verstehe ich halt wirklich nicht, warum meine Gorgos-Kriegerinnen immer meinen, sie müssten so dumm sich aufstellen. Das ist ein schändlicher Anblick. Waren das die meine Fernkämpfer? Das kann sehr gut sein, ja. Dann haben sie alles richtig gemacht. Nicht wirklich, wenn es nach mir geht. Ja. So, Leute, na dann. Dann wollen wir doch mal sehen, was die schweren Speere gegen deine Phalanx machen können. Schickst du gerade wirklich deine Bogenschützen in den Kampf gegen meine ganzen Hopliten-Dudes? Ja. Also. Sonst hättest du meinen General gesandwicht. Ja. Und die Fernkämpfer hatten keine Munition mehr. War mir egal. I see what you're doing right there. I see. Yeah, so, dann wollen wir mal. Was die alles anrichten können. Naja, die sind jetzt schon orange, also nicht viel, ne? Zeigt ihnen, wie Waren Steinschleuderer! Schießt ihr eigentlich auch oder eher nicht so? Schießt ihr noch oder lebt ihr noch? Schießt ihr schon oder lebt ihr noch? Noch. Aber lebt ihr noch oder schießt ihr schon? General! Langweilt ihr euch noch oder schießt ihr schon? Wird es eigentlich auch treffen? So, einfach volle Kanne drauf. Ah, okay, jetzt weiß ich, warum die schon so schnell gewankt sind. Weil? Weil die ja gerade erst angekommen sind vom Marathonlauf so ungefähr. Und schon sehr erschöpft sind. Was, Fassträger? Ich hoffe nicht, dass du das gesagt hast. Falks, okay. Zu Befehl! Mit dem Fassträger.
doppelte Geschwindigkeit! Cortana! Ja, das sie macht die Kalle sehr gut, dass ihr... Feuer! Doch gerade bei der Phalanx. Das ist ein Schändlicher. Noch bei den Pikinieren in der Seite. Was habt ihr gemacht, dass ihr jetzt vorne seid? Zu Befehl! Ein zum Einsatz! Ja, Kommandant! Ach ja. Machen die schweren Blänkler deine Pikiniere platt. Hey. Eure Befehle? Yeah, einen habe ich getötet. Zu euren Diensten. Ja. Zu langsam. Durchbrecht die Linie. Pikin bereit. Sehr schön. Dennis marschiert. Ihr dürft da drauf stürmen. Ihr dürft da einen Sturmangriff drauf machen. Sturm, Sturm. Jungs, aber jetzt nicht die eigenen Leute aufspießen, ne? Nur weil ihr da eine Phalanx stehen habt. Ja, das ist bestimmt, bestimmt sehr ermutigend für meine Jungs da. Ja, wenn so eine fette Phalanx aussieht. Hinter ihnen, ja, von den eigenen Leuten. Stell ich mir schon gemütlich vor. Ja, das war ja so bei Rome Total War Arena war das ja so. Ja, Phalanxen haben wir realistisch Friendly Fire gemacht. Tja. Ah, das finde ich immer noch sauschade, dass das eingestellt wurde, weil das hat schon richtig Spaß gemacht. Ach, Arena gibt's tatsächlich gar nicht mehr. Ja, ja, das gibt's schon seit, ich glaube, 2 Jahren oder so. Zu nicht Kampf bereit! Der feindliche General! Sonst gäb's bei mir ja auch sehr viele Let's Plays dazu. Gut. Beide Generäle sind tot, also kann man eigentlich das Gefecht beenden. Genau. So. Ja, ich habe 400 getötet, passt. Ganze 400, Mann. So, ja. Mal gucken, wer hat denn... Bei mir hat eine Hopliten-Einheit eine Pikinier-Einheit, die zwar am Ende draufgegangen ist scheinbar, aber... oder geflohen ist, aber die haben gescheit Kills gemacht. 169. Für das Schlachtausmaß hier. Ja, es gibt sogar noch zwei andere, die relativ gut Kills gemacht haben. Die eine fast 200. Nice. Ja, aber Sparta ist halt cool, ne? Was ich mir schon mal überlegt hatte, ist, ob, wenn man Athen spielen würde, ob die eine bessere Kavallerieeinheit auch hätten. Weil Sparta hat ja eigentlich an Kavallerie wirklich also nur so alleruntestes Niveau, so. Ja, die haben ja nur die Bürgerkavallerie, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mit Sparta noch nie auf Kavallerie gegangen. Ich weiß nicht, ob wenn ich meine Stelle ausbauen würde,
ob ich dann eine bessere Kavallerie noch bauen könnte. Aber. Hm. Aber vorhin diese Kavallerieeinheit, die da so im Kreis reitet, ist das überhaupt sinnvoll? Also wirklich sinnvoll? Ja. Diese, also, nee, ich meine diese Formation, weil, ich weiß nicht, ist der Sinn davon, dass du um eine feindliche Einheit rumreitest damit? Nee. Das ist einfach so, dass, also... In diesem Circle quasi schießt die Einheit Dauerfeuer. Also das heißt, es ist ununterbrochen wirklich Feuer. Weil nur die Einheit, die in Richtung deiner Einheit oder der feindlichen Einheit ist, die schießt. Das heißt, wirklich Dauerfeuer. Und also zum Beispiel bei Brandgeschossen oder so, das hat enorm Impact. Die schießen, das bedeutet aber, die schießen in alle Richtungen um sich rum. Ja, das können sie auch. Genau, und das Krasse ist, in dieser Formation können sie auch wegreiten. Also, sie sind natürlich dann langsamer, aber wenn zum Beispiel eine Infanterie auf die zukommt, reitet sie einfach weg und schießt weiter in Feuer. Also, Dauerfeuer. Was passiert jetzt? Die Eraviska möchten ein Handelsabkommen mit mir. Mhm. Sind allerdings in einer Provinz, die für mich von Wert ist. Also nö. Ich überlege gerade... Oh, Geten hat... Achso, nee, das bedeutet nur... Ja, genau. Ah, Geten und die Lugia sind... Ah, deswegen mögen die Lugia mich nicht. Weil ich die Geten nicht mag. So. Okay, ja, aber die, also die Eraviska, mögen zwei Fraktionen nicht, zu denen ich dann einmarschieren werde. Deswegen... wäre das eigentlich dumm, jetzt ein Handelsabkommen mit denen zu machen. Mein Volk ist stolz. Und eures ist es auch. Ja, doch Knossos stolz sollte will niemanden jetzt davon abhalten, Freunde zu haben. Knossos will jetzt ein Schutzbündnis. Okay. Diese Uneinigkeit freut das mich ist wenig. Natürlich, doch werde ich eure Vorbehalte in dieser Angelegenheit akzeptieren. Ach du Scheiße. Was passiert denn jetzt alles? Jetzt kommt der vorhin angekündigte Angriff der Lugier, die jetzt mit einer 2:1 Streitmacht gegen meine... gegen Odessos vorgehen. Mhm. Und es ist, so wie es aussieht, ein Nachtangriff. Oh. Oder kann ich das... Ja, genau, es ist ein Nachtangriff und das ist... Also für die Lugia total geil, für mich ist es ziemlich schlecht. Aha. Ja, weil die denen seine Einheiten kriegen Boni, wenn sie aus dem Hinterhalt oder bei Nacht angreifen. Mhm. Ja, da wär's, genau, da wär's mir recht, wenn du nicht spielst. Oh, na gut. No. Ja, nee, ja, jetzt, okay. Bei einer, weißt du, bei einem, bei so einem 3:4 Verhältnis ist okay, aber 2:1. Hä? Ach so, ich habe automatisch spielen gedrückt. Ups. Oh nein, scheiße. Dann muss ich wohl doch eine Einheit darunter schicken. Da habe ich jetzt einmal nicht. Ja, also ich meine, strategisch unaufmerksam zu sein ist halt dumm. Das ist, ist nicht praktisch, ja. Genau. Jetzt haben die halt auch alle ihre Spione bei mir.
das nervt.